Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich habe keine Weihnachtsmütze auf, weil ich so ein bisschen Kopfschmerzen habe, aber ich habe eine Weihnachtsmütze an. Also quasi das wohl kitschigste Weihnachtskleid, was ich finden konnte, was ich dir natürlich in der Infobox verlinke. Hallo? Ist das nicht großartig? Ne? Also von daher, das macht hoffentlich das Fehlen der Weihnachtsmütze wett. Verlinke ich dir natürlich unten in der Infobox dieses Kleidchen. Ist ja so ähnlich wie die Kleider, die ich normalerweise so habe. Nur halt jetzt in grün. Ein bisschen dünner ist das und mit einem anderen Print drauf. Aber ich schweife ab. Heute habe ich einen Adventskalender für dich. Und zwar ist es ein sehr, sehr schwerer Adventskalender. Zack, es ist dieser hier und da befinden sich tatsächlich Duftkerzen drin. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in dem Le Comptoir de la Bougie Adventskalender verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Diesen Adventskalender habe ich freundlicherweise von der Firma Emarco kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen. Die Firma Emarco ist ein Online-Shop, da findest du unfassbar schöne, aber auch bezahlbare Produkte, so Accessoires, Wohneinrichtungen, Textilien, Möbel, also ein Kram, richtig geil. Ich habe sogar einen Gutscheincode für dich und damit kannst du 15% auf das ganze Sortiment sparen. Das heißt, mit Claudis Welt 15, Entschuldigung. Das heißt, den Adventskalender, den man da für 51,99 Euro kaufen kann, kriegst du für knapp 44 Euro. Ich erzähle noch ein bisschen was zu dem Online-Shop, oder? Ja, ich glaube schon, weil das ist ein ganz unbekannter Shop, glaube ich. Also das ist eine Firma aus Berlin, die sitzt dort und ja, ne, die haben halt einen wundervollen Online-Shop und ich habe mich vor allem im Bereich Kindermöbel mal so ein bisschen umgeschaut. Also das Kinderzimmer, was dort eingerichtet wird, es ist so modern, so zeitlos und doch irgendwie so geil. Ne? Das ist, ach, ich finde es total gemütlich. Also ich finde, die Produkte, die da angeboten werden, sind sehr gemütliche Produkte. Ich glaube, das trifft es eigentlich am besten. Un noir parfumé, also ein Weihnachten, ein parfümiertes Weihnachten. Alter, ist der schwer. ich tauche mal kurz ab. Denn so sieht der Adventskalender von innen aus. Du hast hier tatsächlich 25 solche Boxen, die du rausziehen kannst. Das sind halt so, wie nennt man das? Schubladen. Ja, Schubladen. Boxen zum Rausziehen sind Schubladen, ne? So nennt man es. Ich stell den mal in den Hintergrund, weil er doch sehr schwer ist. So schaut der Adventskalender dann tatsächlich im Billigregal aus. Auf der Homepage wird er gezeigt als Feeric Lights and Christmas. Also das ist, ich weiß nicht, was das genau heißt. Die haben da auch viele andere Adventskalender. Da schau auf jeden Fall mal vorbei. Ich setze dir alles unten in die Infobox rein. Und jetzt schauen wir mal zusammen in die 1. Und selbstverständlich wird es in diesem Video auch noch eine Verlosung geben. Und die Verlosung hat es in sich. Es geht nämlich um Huda Beauty. Genau. So, hier haben wir die erste Box. Das ist die Nummer 1. Und da sehen wir direkt, hier haben wir auch ein Teelicht drin. Ne? Oder nicht Teelicht, das ist ja eine Kerze. Das ist eine richtig schöne Kerze. Und es duftet hier. Leute, das ist der Wahnsinn. Sehr dezent, diese hier. Hier steht auch Numero 1 drauf. Suspendre une couronne de ou. Das weiß ich nicht, was das heißt, aber es ist eher so säuerlich, muss ich sagen. Die Nummer 1 soll nach Stechpalmenstrauch riechen. Daher wahrscheinlich so ein bisschen dieses Säuerliche. Und man kann diesen Adventskalender halt echt super weiterverwenden. Und weil er so aussieht, wie er aussieht, ist er auch 1A wiederverwendbar für einen Mann. Das finde ich auch mal ganz gut. Hier haben wir die Nummer 2. Da haben wir eine blaue Kerze oder türkise Kerze drin. Prendre du temps pour soi. Ich glaube, das sollen halt so Sprüche sein, wie man den Advent genießen kann, was man so an dem jeweiligen Tag machen soll. Ich habe damals Französisch in der Schule gehabt und ich war echt gut, aber ich habe mittlerweile alles verlernt. So gut wie. Die riecht ein bisschen nach Blaubeere, muss ich sagen. Sehr, sehr angenehm. Zeit zum Erholen. Ja, das sollte man sich tatsächlich auch in der Weihnachtszeit so ein bisschen gönnen. Ne? Ein bisschen Zeit für sich, ein bisschen Entspannung. Die Nummer 3. Also wenn du wirklich in jeder Tür oder in jeder Schublade so eine Kerze drin hast, ne, das ist schon dann auch qualitativ und kostenintensiv eigentlich. Ne? Und wenn man bedenkt, 51,99 beziehungsweise mit dem Gutscheincode Claudiswelt 15 für 44 Euro, da kannst du nichts zu sagen. Die riecht etwas süßlicher. Faire une balade en forêt. Das heißt, das weiß ich tatsächlich, dass man ein Lobeslied oder eine Ballade, ein Liebeslied an den Wald geben soll. Okay, das riecht, ja gut, so ein bisschen nach Harz, ne?
bisschen nach Tanne. Das riecht auch wirklich gut. Das mag ich gerne. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, so in der Weihnachtszeit anzumachen. Gucken wir mal, was dieses Heftchen so sagt. Heftchen vor allem, ne? Dieser Beipackzettel hier unten drunter. Rosskastanienrinde. Okay. Ja, ein bisschen süßlicher, ein bisschen harzig, ne? Sehr, sehr angenehm. Hm. Und sie ist echt schön auch, ne? Also das ist, sieht nicht alles nur so pinky weiblich aus. Finde ich auch ganz cool. Die Nummer 4. C'est merveilleux sous un ciel étoilé. Das weiß ich nicht, was das heißt. Das riecht eher so orientalischer, weiblicher. Hat fast von, was von einem süßlichen, orientalisch süßlichen Parfum. Die hat eine Brenndauer von plus minus 12 Stunden übrigens. Ja, kannst du im Prinzip jeden Tag eine Kerze verballern. Bezauberndes Licht heißt das einfach. Okay, ja, ein bezauberndes Licht. Bezaubert auf jeden Fall mit dem süßlichen Duft. Die Nummer 5. Oh, die riecht männlich herb. Puh. Succombe à la gourmandise. Das weiß ich nicht, was das heißt, aber es ist auch wieder so ein waldfarbenes. Oh, warte. Männlich. Riecht irgendwie auch ein bisschen nach Moschus. Verkleidete Früchte, Marzipanfrüchte. Aha. Nee, nach Marzipan riecht das jetzt für mich nicht unbedingt. Aber es sieht hübsch aus. Es ist richtig Glas übrigens immer außen drum zu, ne? Cool. Die Nummer 6. Ich glaube, in Frankreich wird Nikolaus nicht so gefeiert wie bei uns. Se roule dans la neige. Es rollt sich durch den Regen. Okay. Regen vor allem, ne? Wie heißt das Ding? Schnee. Genau. Es riecht ein bisschen floral. Hm. Das soll nach Schneemann riechen. Geil. So riecht also der Schneemann. Okay, das muss ich mir merken. Die Nummer 7, da ist das Kläppchen jetzt etwas größer, aber die Kerze ist genauso groß. Apprécier une soirée d'hiver. Also irgendwas mit einem Abend des Winters. Genießen heißt es, glaube ich. Genieße einen Winterabend. Das riecht auch ganz angenehm. Aber nicht zu extrem. Das finde ich halt so gut, ne? Dass wenn du die Kerzen halt stehen hast, dass du nicht jetzt irgendwie, keine Ahnung, Kopfschmerzen oder so davon bekommst. Das ist mir immer sehr, sehr wichtig. Aber es riecht echt angenehm. Das riecht nach irgendeinem süßlich-floralen Parfüm auch wieder. Mega angenehm. Es soll nach einem sanften Winter riechen. Das tut's auch. Sehr geil. Weiter geht's mit der Nummer 8. Das ist wieder so ein schönes Blau. Profité d'un cocktail en vautant. Gönn dir irgendeinen Cocktail, der dir wohl gut tut, glaube ich, heißt das. Auch wieder ein bisschen säuerlicher. Ja, das ist ein Adventskalender für Claudi. Denn ihr kennt das ja, ich rieche ja sogar an Mascara, ne? Ich bin, dann bin ich ja ehrlich mit mir und mit euch, ne? Es muss alles gut riechen und es darf mir keine Kopfschmerzen machen, weil sonst raste ich aus, dann ist das nichts für mich. Das soll riechen nach einem köstlichen Likör. Okay, das riecht jetzt aber nicht alkoholisch. Nö. Also ich feiere übrigens die Farben von diesen Kerzen total. Das muss ich wirklich sagen. Kriege ich das irgendwie heller da hinten? Ne, kriege ich nicht heller. Naja, auf jeden Fall dieses Blau, Weiß, Türkis, Grünliche, voll schön. Hier haben wir die Nummer 9. Préparez les plus beaux cadeaux. Du sollst die schönsten Geschenke präparieren, vorbereiten, wie auch immer. Oh, das riecht auch wieder so geil. Das ist so schwer zu beschreiben. Das riecht halt echt sehr parfümmäßig, ne? Also nach, als würdest du ein Parfümflakon nehmen und den in eine Kerze bringen. Das ist halt nicht so irgendwie, dass ich sagen würde, so, das riecht jetzt nach Erdbeere oder nach Kirsche oder sowas. Das sind halt ganz spezielle Düfte, wie ja auch die Duftnamen hier drauf das so sagen, ne? Das ist echt schön. Das finde ich echt toll. Freude am Schenken ist auch hier tatsächlich der Duft. Die Duftbeschreibung. Ja, ne? Und am 9. Dezember soll ich also meine Weihnachtsgeschenke einpacken. Das ist auch ganz geil. Hast du denn schon alle Weihnachtsgeschenke? Ansonsten denk auf jeden Fall an die Black Friday Week. Da gibt es auch zum Beispiel auf hier Daniel Wellington bekommst du Rabatte. Du bekommst Rabatte bei GKL und so weiter. Da werde ich dir auch in den nächsten Tagen immer mal wieder, ich wollte das jetzt nicht geballt alles in einem Video sagen, sondern ne, immer mal wieder werde ich dir das auch sagen, dass du da Rabattcodes hast und so weiter und dass du echt viel sparen kannst. Schau auf jeden Fall immer mal wieder
dich um und schau bei mir auf Instagram auf jeden Fall vorbei. Da wird es in der Story gepostet. Da heiße ich AidoikeP. Das ist Claudia rückwärts und ein P dahinter. Da poste ich aktuelle Angebote. So, hier haben wir die Nummer 10 und die ist etwas größer. Da weiß ich nicht, ob da jetzt noch was nebendran ist, weil hier noch so ein... Nee, das ist einfach nur leer. Das ist ein Platzfüller. Okay, ja, die Nummer 10. Retombe en enfance. Kehre zurück in deine Kindheit. Ist auch mal ganz schön, ne? Ich wundere mich gerade, wie viel Französisch ich noch kann. Kindheitserinnerungen wecken. Ach, was sind denn meine Kindheitserinnerungen an Weihnachten? Also ich habe definitiv sehr lange versucht, ans Christkind zu glauben. Das muss ich wirklich sagen. Und habe dann auch immer darauf bestanden, dass meine Eltern dann auch heimlich die Sachen unter den Tannenbaum packen. Ich wollte das gar nicht wissen. Ich wollte das auch nicht sehen. Ich wollte diese Magie. Aber Weihnachten war bei uns eigentlich immer eine sehr warme Zeit. Das waren noch Zeiten. Geeiste Beeren, danach soll das riechen. Ja, es riecht auch beerig. Ja, aber auch irgendwie so wieder so ein Stückchen leicht süß. Sehr angenehm. Hier haben wir schon die Nummer 11 und wow, da kommt aber ein derber Duft raus. Das ist eine weiße Kerze. Nappé en gâteau de sirop d'érable. Das weiß ich nicht, was das heißt. Das riecht echt nach, keine Ahnung, ein bisschen nach Honig auch. Nach Ahornsaft, ja. Richtig passend. Sehr natürlich, nicht so künstlich oder so, das gefällt mir. Ja. Dass du einfach jetzt überall eine Kerze drin hast. Ich finde das großartig, ne? Das ist irgendwie, du bekommst genau das, was du haben willst, nämlich einen Kerzen-Adventskalender. Da hast du nicht irgendwie noch Streichhölzer oder so einen Furz dabei, sondern Kerzen. So geil. Finde ich geil. Ich feiere das. Nicht nur, weil ich den geschenkt bekommen habe, ja, in dem Sinne, also zugeschickt gekriegt habe, sondern weil ich den echt schön finde, ne? So, nicht ganz die Halbzeit. Wir haben ja 25 Kläppchen hier drin. Das ist die Nummer 12. Regardez les flocons tomber. Schau dir irgendwas an, was runtergefallen ist. Flocons. Flocken sind das wahrscheinlich, ne? Guck dir die heruntergefallenen Schneeflocken an. Das riecht wieder süß. Das riecht auch wieder süß. Soll wahrscheinlich nach heruntergefallenen Schneeflocken riechen. Fröhlicher Morgen, ja, ne? Das kann man sich morgens schön anmachen. Und ist auch direkt glücklich. Oh. Hier haben wir die Nummer 13. Und die ist aber hellgrün, das ist schön. Savourer des instants en famille. Irgendwas mit den Familienmitgliedern soll man machen. Savourer, das weiß ich nicht. Oh, die riecht geil. Das hat was. Boah, so ein bisschen von dem Black Opium von Yves Saint Laurent. Oh, das riecht richtig toll. Das ist jetzt mit meinem Lieblingsduft, den ich hier drin habe. Boah, der riecht richtig klasse. Family Love. Ich freue mich auf den 13. Dezember, da mache ich nämlich diese Kerze an. Hier haben wir die Nummer 14. Apprécier la magie de Noël. Heiße die Magie von Weihnachten willkommen. Heißt das, glaube ich. Das hat auch einen, oh, leicht frischen Duft. Die Magie des der Weihnacht. Oh, ich freue mich schon drauf, wenn ich die Muppets feiern Weihnachten und die Muppets Weihnachtsgeschichte gucken kann. Ich will gerade schon wieder anfangen zu singen. Die Duftrichtung heißt übrigens Feenmärchen. Mhm, cool. Ja. Sagen wir mal ja. So, die Nummer 15 ist wieder etwas breiter, aber da ist ja nun leider nur dieser Platzhalter dazwischen. Ich meine, gut, da hätten sie Streichhölzer mit reinmachen können, aber da hätte ich gesagt, oh yay, Streichhölzer. Nummer 15, décorer les plus beaux des sapins. Okay, du sollst irgendwas wundervoll dekorieren. Oh, männlicher Duft. Da schreit wieder Moschus guten Tag. Mein Tannenbaum, mein wunderschöner Tannenbaum. Ja, das könnte man tatsächlich am 15. Dezember in Angriff nehmen. Ja, riecht auch ein bisschen nach Tanne, aber auch sehr männlich. Die Nummer 16. Savourer un thé enivrant. Du sollst irgendeinen Tee genießen, der dir wahrscheinlich gut tut oder so. Das ist ein eher, weiß ich nicht, frisch gewaschener Wäscheduft. Berauschender Tee ist der Duft. Ja. Dann berauscht mich dieser Teeduft. Ne? Die Nummer 17. Se réchauffer au coin du feu. Irgendwas mit einem Feuer. Im Kern des Feuers. Irgendwas macht sich... Oh, im Kern des Feuers. Es riecht voll geil nach
Kamin an. Oh. Unser Kamin ist nämlich auch gerade an. Oh, das riecht richtig toll nach Holz. Prächtige Atmosphäre. Jau. Mentau. Ne? In der Nummer 17. Hier haben wir die Nummer 18. Und das heißt Exaucé en vœu en soir de plein lune. Keine Ahnung. Das weiß ich wirklich nicht. Mit Mond, Lune, Lune. Das riecht richtig frisch. Okay, es riecht nach Dusche irgendwie. Ein Hoch auf meine Geruchsbeschreibung. Weißer Mantel. Weißer Mantel, White Coat. Okay, ja, nach einem weißen Mantel soll das riechen. Okay. Die Nummer 19. C'est merveilleux devant une aurore boreale. Das weiß ich auch nicht, was das heißt. Irgendwas mit Licht, glaube ich, oder? Irgendwas mit hinter dem Licht. Irgendwas versteckt sich wahrscheinlich hinter dem Licht. Dieser Duft, der auch wieder sehr frisch ist, sehr angenehm. Das sind halt so zurückhaltende Düfte, die du auch einfach so anhaben kannst und die jetzt nicht den ganzen Raum einnehmen, aber die trotzdem da sein werden, ne? Polarlicht. Bevor wir jetzt zum 20er-Bereich kommen, zeige ich dir kurz, was du in diesem Video gewinnen kannst. Und zwar handelt es sich hier um die Huda Beauty Palette. Das ist eine Highlighter-Palette. Die Winter Highlighter-Palette mit 4 verschiedenen Tönen. Davon sind 3 pudrige Töne und also Puder, wie nennt sich das denn, Konsistenzen. Und einen Cremeton hast du hier mit drin. Das sind richtig intensive Highlighter-Töne. Also, ne, damit kannst du auf jeden Fall Weihnachten glänzen. Und dazu passend gibt es auch noch einen Highlighter-Pinsel von Luxie. Das ist der Nummer 522, der Tapered Highlighter Brush. Den habe ich auch selber in Verwendung und finde ihn wundervoll. Der ist nicht zu fest und nicht zu fluffig. Also damit kannst du 1A eben genau diese Töne aufbringen. Und den Cremeton, der da drin ist, den kannst du dir quasi, wenn du es richtig krass haben möchtest, als Base-Ton aufgeben und dann vorsichtig den pudrigen Ton drüber machen. Oder, ne, wie es dir beliebt. Du weißt, wie du das anzuwenden hast. Was du damit machen willst, ne? Genau. Was du dafür tun musst, steht alles unten in der Infobox. Und ja, ich mache jetzt mal weiter mit dem 20er-Bereich. Da haben wir hier die Nummer 20. Partager de tendre moments. Das ist irgendwas mit Momente genießen. Süßer Duft, angenehmer Duft, aber süß-männlich. Sanfter Augenblick. Ja, absolut. Hätte ich direkt dran gedacht. Die Nummer 21 ist wieder eine hellere Kerze, die ist so gräulich. Pétiller comme une boule de champagne. Heißt das irgendwie, gönn dir eine Flasche Champagner oder so? Ja, das hat auch so einen etwas säuerlichen Duft. Also ich habe jetzt persönlich in meinem Leben noch nie Champagner getrunken. Also da bin ich nie. Oder hatte ich schon mal Champagner? Nicht bewusst. Glitzernde Blasen. Sparkling Bubbles. Glitzernde Blasen. Okay, cool. Die Nummer 22 haben wir hier und da haben wir Préparé la table de réveillon, also da sollst du den Tisch vorbereiten für die Ankunft oder so. Säuerlicher riecht das, bisschen nach Spüli fast schon, also aber nach einem sauberen Haus riecht es einfach. Kostbarer Pomander, okay, Pomander. Hier haben wir die Nummer 23. Se mettre sur son 31. Das weiß ich nicht. Der riecht nach Shampoo. Nach einem ganz klassischen Shampoo. Sauber. Vielleicht sollte man sich am 23. mal so langsam duschen, dass man dann für Weihnachten fresh ist oder so. 31 heißt das. Festtagskleidung. Sur son 31. Das hat irgendwas, im Französischen hat das wahrscheinlich irgendwas mit Festtagskleidung zu tun, dass man halt quasi seine schicken Sachen rauslegen sollte. Ja, ne? Am nächsten Tag ist ja auch Heiligabend. Und hier haben wir auch die Kerze für die, ja, Nummer 24 für Heiligabend, aber das ist ja die vorletzte. Profitez en attendant demain. Du sollst irgendwie was mit der abendlichen Ankunft profitieren. Keine Ahnung. Hat hier so einen Glitzerrand tatsächlich, was ich richtig schön finde. Und das riecht nach Zimt.
nach Weihnachtsplätzchen. Oh, das riecht gut. Das riecht richtig weihnachtlich. Aber nicht aufdringlich weihnachtlich, angenehm weihnachtlich. Das muss ich wirklich sagen. Also die Kerzen riechen alle nicht aufdringlich. Und das ist in Erwartung auf morgen. Ne? Schön mit dem Glitzerrand. Dieser Duft. Und die Nummer 25 ist tatsächlich eine große Kerze. Und die ist richtig schön. En Noël Parfumé. Das ist, oh, die ist schön. Guck mal, die ist so weiß und dann hat die so goldene Sparkles drauf. Also so Schneeflöckchen und Pünktchen. Und richtig toll. Und die riecht nach Weihrauch. Boah, richtig geil. Die ist halt richtig groß, ne? Das ist derbe. Am offenen Kamin heißt die Kerze. Also das riecht jetzt für mich nicht nach Kamin oder so. Das riecht einfach nach, wenn du dann halt einen Kirchenbesuch oder sowas machst, ne? Da wird ja Weihrauch ohne Ende rausgeknallt. Und so riecht das. Aber nicht so kopfschmerzenmäßig, sondern, oh, geil. Nom. Nein, ich beiße nicht in die Kerze. Oh mein Gott, ist das ein schöner Adventskalender, oder? Und ich finde auch vollkommen bezahlbar. Also wie gesagt, mit meinem Code ClaudisWelt15 sparst du 15% und bekommst ihn für knapp 44 Euro. Ist es auf jeden Fall wert. Ich kann dir natürlich hier jetzt keinen Wert ausrechnen oder sonst irgendwas, aber ich kann dir sagen, ich habe ja die Qualität gespürt, gerochen, ich sehe es ja, es lohnt sich. Es sind keine Plastikpöttchen, wo diese Kerzen drin sind, es ist wirklich Glas, es ist ein hochwertiger, schöner Kalender, den du super weiter verschenken kannst. Und ja, ich kann ihn dir nur wärmsten Herzens empfehlen. Ich kann dir auch empfehlen, einfach mal auf der Homepage vorbeizuschauen, die haben so tolle Produkte dort. Also vielen, 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 vielen Dank, liebes eMarco-Team, dass ihr auf mich zugekommen seid und mir diesen coolen Adventskalender zum Vorstellen gegeben habt. Und dass ich auch die Möglichkeit habe, den wundervollen Gutscheincode weiterzugeben, damit ihr halt auch in dem Sinne was davon habt und ja, vielleicht auch ein solches Strahlen ins Gesicht bekommt. Ich freue mich schon richtig drauf, die Kerzen anzuzünden und zu verwenden und alles, ne, in der Wohnung zu verteilen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2019. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!